Moin, heute reden wir über den Deathloop. Im PvP ist es nun einige Male passiert, dass, ja, gewisse Cheater hingehen konnten und euren Spielstand in dem Kampf so verändert haben, dass euer Spiel gecrashed ist und ihr, sobald ihr euch wieder einloggt, einfach in den Abgrund fallt, obwohl dort gar keiner ist. Sobald ihr dann wieder spawnt, spawnt ihr automatisch wieder im Abgrund und fallt wieder runter. Und das passiert im Grunde unendlich, sobald ihr wieder spawnt. Das heißt, ihr spawnt nicht hier an einer festen Stelle, sondern direkt im Abgrund. Jetzt gibt es aber eine Möglichkeit, diesen Bug oder, ja, diesen Cheat sozusagen zu fixen. Alles, was ihr tun müsst, ist die Karte zu öffnen. Sobald ihr auf der Karte seid, müsst ihr die obere Symboltaste drücken. Auf der PlayStation zum Beispiel Dreieck. Und dann, so schnell ihr könnt, immer und immer wieder die untere Symboltaste auf der PlayStation X spammen. Damit ihr sozusagen direkt zum nächsten Leuchtfeuer kommt. Im Grunde könnte das dann ungefähr so aussehen. Ihr seht, ich war gerade schon im Sprung drin. Nochmal. Ich bin im Sprung drin. Bam, bam, bam. Obwohl ich in dem Sinne eigentlich schon tot war. Wenn ihr dem Deathloop-Bug erlegen seid, habt ihr unter Umständen das Problem, dass ihr so schnell sterbt, dass ihr gar nichts machen könnt. Deswegen müsst ihr diesen Trick anwenden, nachdem ihr neu in den Spielstand reingeht. So, das heißt, wir gehen auf Weiter, wir warten, halten uns bereit für die Karte, Dreieck, X-Spam. Karte, Dreieck, X-Spam. In diesem kurzen Moment habt ihr die Möglichkeit, bevor das Spiel realisiert, dass ihr unter der Map seid und einfach in den Abgrund fallt, habt ihr die Möglichkeit, noch ganz schnell an ein Leuchtfeuer zu gehen in der Nähe. Wenn euch das geholfen hat, würde es mich sehr freuen, wenn ihr einen Kommentar da lässt und vielleicht auch noch ein Like, damit ich sehe, okay, es funktioniert und dann kriegen wir das auch an ganz viele Leute geteilt. Dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.